Wollen wir nicht irgendwo einen Kaffee trinken? Anna, ich muss ins Präsidium. Anna, immer musst du arbeiten. Ihr doch auch. 5 Minuten wirst du doch wohl haben. Wollt ihr mir was sagen? Wir könnten so ein Geschäft übernehmen. Mitten in der Altstadt von Genua. Und gar nicht so teuer. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ihr habt euch schon entschieden. Das musste wirklich ganz schnell gehen. Anna, wieso kommst du nicht mit? Es geht nach Italien, nach Hause. Papa, Stuttgart ist mein Zuhause. Claudio, der Schwiegersohn von Gianfranco Molino, arbeitet an der Universität von Genova. Mhm. Gianfranco sagt, sie suchen ganz dringend eine Professorin für Kriminalpsychologie. Eine Dozentin. Eine Dozentin. Haben Sie ein Telefon? Was ist los? Ein Überfall. Da drin ist ein Mann mit einer Maske. Rufen Sie die Polizei. Weg hier. Bewegung. Wir machen das nicht. Waffe runter. Waffe runter, sofort, oder ich schieße. Scheiße. Anna, bist du verletzt? Wir brauchen Rettungswagen, schnell, Schussverletzung. Geh durch. Komm gleich. Hallo? Eine Schussverletzung, bitte. Nichts. Wir sind keine Mörder. Was sagst du? Welchen das? Ist die neue Kommissarenwärterin. Sieht doch eigentlich vielversprechend aus, oder? Ja. Du, das Mädel soll oheimlich was auf dem Kasten haben, sagte die Kollege von der Bereitschaft. Ist sie schon da? Alina? Musst du nur aufpassen, dass die dich nicht rechts überholt. Ich freue mich echt, bei Ihnen gelandet zu sein, Herr Kaiser. Tja. Ach, Martina, ich möchte dir unsere neue Kommissaranwärterin Cornelia Kienzle vorstellen. Das ist Martina Seifert, meine erste Hauptkommissarin. Nelly Reicht. Martina, willkommen in unserem Team. Danke. Ihre Unterlagen hatte ich dir gegeben, oder? Übrigens, exzellente Beurteilung. Wann fängst du an? Wir haben einen Raubüberfall auf einem Juwelier in der Innenstadt. Einer der Täter wurde schwer verletzt und der Inhaber ist tot. Anna ist schon vor Ort. Dann zeigst du hier das Präsidium. Kann ich nicht mitkommen? Komm doch erst mal hier an. Ja, Frau Kienzle, Herr Sander. Ja, dann bitte. Hallo. Ich heiße Nelly. Bist du auch Kommissaranwärter? Nee, Kommissar ohne Anwärter. Naja, da wollen wir doch kein Hierarchieding draus machen, oder? Mhm. Was hättest du denn machen sollen? Die waren bewaffnet. Die haben schon jemanden umgebracht. Sagen Sie bitte der Anna, dass sie nur ihre Pflicht getan hat. Oder hätte sie sich abschießen lassen sollen? Hey. Wir warten auf dich. Warte nach Hause. Ich melde mich. Ja, gut. Bis dann. Komm. Komm bitte, du hast gehört, was sie gesagt hat. Bitte. Er hat auf mich gezielt und ich wollte ihm in den Arm schießen, um ihn zu entwaffnen, aber nur in den Arm. Und in dem Moment dreht er sich um. Das ist Enno Partiz. Ihm gehört das Geschäft. Die Kugel hat die Lunge durchbohrt. Vermutlich ist er an seinem eigenen Blut erstickt. Danke erstmal. Was ist mit den Kameras? Kannst du vergessen. Das Band ist weg. Und der Verletzte? Gibt es irgendeinen Hinweis auf seine Identität? Er nimmt schon seinen Ausweis mit, wenn er einen Laden ausräumen will. Leider auch kein Handy oder so, aber sobald ich die Fingerabdrücke habe, lasse ich sie durch den Computer laufen. Ja. Hat er den Juwelier erschossen? Gute Frage. Alles klar. Mit dieser Waffe? Eher nicht. Ich habe den zweiten Täter nur ganz kurz gesehen. Ist kein Problem, Anna. Wir machen das mit der Personenbeschreibung später. Ich muss ins Krankenhaus. Ich muss wissen, wie es dem Jungen geht. Martina.
Warte bitte. Es geht nochmal um die Waffe. Ja, was ist mit der Waffe? Die Waffe des Verletzten. Ja. Es ist eine Attrappe. Wirklich eine sehr schöne Asservatenkammer, die Sie haben. Wenn Sie sich interessieren, kann ich Ihnen öfters mal was zeigen. Das war die Asservatenkammer. So, du hast es alles gesehen. Viel Spaß. Bis dann. Schick. Mhm. Und was ist da? Das ist der IT-Raum. Oh, das ist im Rico-Sei-Reich. Keine Sorge, ich kenne mich mit Computern aus. Ich habe alle IT-Schulungen gemacht. Mhm. Was ich hier für eine Ausrüstung habe. Nee, nicht wir, ich. Kennen Sie noch eine Fürzle? Jesus. Guten Tag, Frau Patitz. Guten Tag. Stoll ist mein Name, Kripo Stuttgart. Ich habe heute Morgen schon so ein komisches Gefühl. Warum bin ich nicht bei ihm geblieben? Das heißt, Sie haben auch in dem Laden gearbeitet? Ja, im Verkauf. Ich war heute Vormittag noch im Laden und bis Mittag. Und so haben wir es meistens gehalten. Und in der Mittagspause bin ich nach Hause gefahren. Ist Ihnen in den letzten Tagen vielleicht irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Vielleicht Kundschaft, die sich irgendwie merkwürdig verhalten hat? Der Schmuck ist doch versichert. Warum hat er dir nicht einfach alles gegeben? Wie viel war denn der Schmuck in dem Laden ungefähr wert? 750.000, 800.000, vielleicht ein bisschen mehr. Mama. Ich habe schon gehört, was passiert ist. Kripo Stuttgart, mein Beileid. Der Herr ist von der Polizei. Ja. Wir bräuchten dann noch eine Liste aller entwendeten Gegenstände. Am besten mit einer möglichst genauen Beschreibung. Ich wusste, dass ein Jähzorn ihn irgendwann umbringt. Ist er in Lebensgefahr? Der junge Mann wird noch operiert. Sag mir die Wahrheit. Das Projektil hat den Herzbeutel verletzt. Wir wissen nicht, ob er durchkommt. Komm, die rufen uns an, wenn es was Neues gibt. Ich bleibe hier, bis die OP vorbei ist. Anna. Zunächst mal für alle, die es noch gar nicht mitbekommen haben. Wir haben eine neue Kollegin. Cornelia Kienzle wird uns als Kommissaranwärterin unterstützen. Nelly. Ja. Herrn Sander kennen Sie ja bereits. Das ist Jan Arno, Leiter der KTU, Hauptkommissar Joachim Stoll. Und allen anderen machen Sie am besten selber bekannt. Herr Stoll, bitte. Frau Patitz verlässt um 13.45 Uhr das Geschäft. Herr Patitz bleibt die gesamte Mittagspause über im Laden und sperrt üblicherweise um 15 Uhr wieder auf. Der Notruf ging um 15.10 Uhr ein. Das heißt also, dass die beiden Räuber in diesen 10 Minuten in den Laden eingedrungen sein müssen. Der eine war mit einer Attrappe bewaffnet, der andere allerdings muss eine scharfe Waffe gehabt haben. Was zumindest merkwürdig ist. Was dann in dem Laden geschehen ist. Wieso wurde der Juwelier erschossen? Hat er sich gewehrt? Wollte er die Polizei rufen? Da gibt's ja eine Überwachungskamera. Ja, aber das Gerät war aus und das Band ist weg. Was den gefassten Täter angeht, ich besorge seine Fingerabdrücke, also so bald wie möglich. Was denn mit den Fingerabdrücken des zweiten Täters? Was den zweiten Täter angeht? Anna hat ihn kurz gesehen, aber es gibt leider nur eine sehr vage Beschreibung. Und am Tatort hat er keinerlei Spuren hinterlassen. Zur weiteren Spurenlage. In unmittelbarer Umgebung in der Michelsgasse haben mehrere Zeugen gesehen, wie eine vermummte Gestalt in den älteren Abschleppwagen gesprungen und damit davongefahren ist. Ich habe leider nur eine sehr vage Fahrzeugbeschreibung und keine Angaben zum Kennzeichen, aber die Fahndung läuft. Man kann die Verkehrsüberwachung in der Nähe abgreifen. Sehr gut. Also, da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Herr Sander, jetzt stellen Sie Ihr Licht mal nicht unterm Scheffel. Also, helfen Sie ihm einfach ein bisschen. Der Junge wird noch operiert. Sein Zustand ist ziemlich kritisch. Das heißt, er ist immer noch nicht vernehmungsfähig. Und wie geht's Anna? Sie ist da geblieben. Die macht sich große Vorwürfe. Ich weiß nicht, das da könnte ein Abschleppwagen sein. Bitte nichts anfassen. Wie soll ich denn dir helfen, wenn ich nicht an den Computer darf? Du musst mir nicht helfen. Herr Kaiser hat gesagt, wir sollen zusammenarbeiten. Tja,
Beko ist nicht unbedingt ein Mannschaftsspieler. Das gilt aber nicht für jeden hier. Der ist kein Abschleppwagen. Offiziell, ich bin der Joe. Nelly. Nelly, hättest du nicht Lust, ein bisschen was über das Opfer rauszufinden, sozusagen als Fingerübung? Der Schreibtisch mir gegenüber wäre noch frei. Damit du mich immer im Blick hast? Genau. Und warum macht sie das jetzt? Ich dachte, du willst sie vom Hals haben. Ja, aber... Und wenn ich will, dann kann ich auch ein Teamplayer sein, ja? Wie war der erste Tag heute? Cool. Ich check gerade den Juwelier durch. Umfeld, Kontoabgleich, wirtschaftliche Situation, das Übliche. Das Übliche? Routine. Mach doch mal Feierabend. Schönen Abend. Guten Abend. Was ist denn das für ein beschissener Fernseher? Hey, lässt du vielleicht mal meinen Fernseher in Ruhe, du Idiot? Geh lieber ein Bier holen. Stör ich? Hey. Nein, überhaupt nicht. Warst du bis jetzt im Krankenhaus? Die Kugel ist raus. Aber sie wissen nicht, ob er die Nacht überlebt. Wenn man mit einer Knarre in der Hand ein Juwelier ausräumt, dann muss man damit rechnen, dass man selber abknallt wird. Berufsrisiko. So einfach ist es. Magst du Bier? Du hast. Ja, Schrotti, guck doch noch mal nach der Pizza. Setz dich. An so einem Abend sollte man auf keinen Fall alleine sein. Ich hab noch was gesagt, bevor er ohnmächtig geworden ist. Dass sie keine Mörder sind, weil der Juwelier schon tot war. Meinst du? Das wäre aber schon ein komischer Zufall, oder? Die sind da in was reingeraten. Was hättest du denn an seiner Stelle gesagt? Der hätte doch auch einfach den Mund halten können. Der hat blutend in meinen Arm gelegen. Dem war völlig bewusst, dass der lebensgefährlich verletzt ist. Joe, das ist nicht der Moment, um zu lügen. Anna, bleib doch bitte. Bis morgen. Kann ich heute Nacht hier bleiben? Oh, natürlich. Ist alles klar? Sein Gesicht. Immer sehe ich sein Gesicht. Anna? Ich bin Nelly, die Neue. Ich habe gehört, du hast gestern fast einen erschossen. Hammer. Aber du sie? Weshalb ich Sie zu mir gebeten habe. Sie wissen ja, ich war nicht immer hier oben in meinem Büro. Ich habe im Einsatz auch schon mal, und zwar 1984, wir waren gerade dabei, einen mutmaßlichen Drogendealer zu überprüfen, als dieser plötzlich anfing, wild um sich zu schießen. Wir mussten das Feuer erwidern, ich habe ihn getroffen. Bauchschuss. Hat er es überlebt? Ja, trotzdem, es ist der Moment, in dem man an allem zweifelt. Wo alles keinen Sinn mehr zu haben scheint. Ich möchte, dass Sie ein paar Tage ausspannen. Da kommt einiges auf Sie zu. Es wird eine Untersuchung geben. Der werde ich mich stellen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das sagt hier keiner. Hier stehen alle voll hinter Ihnen. Trotzdem, ich möchte, dass Sie erst mal zur Ruhe kommen. Wir stecken mitten in den Ermittlungen. Wissen Sie, Schuldgefühle sind bei der Bewertung von Fakten und Ermittlungsergebnissen nicht besonders hilfreich. Ich trage für alle meine Mitarbeiter die Verantwortung, auch für Sie. Bin ich suspendiert? Vorläufig nur vom Außendienst. Gut. Ich möchte Sie bitten, unseren Psychologen aufzusuchen. Ich mache Ihnen einen Termin. Thank you.
Die Kugel ist hier eingetreten, bis zur Lunge vorgedrungen und dort stecken geblieben. Die Wunde hat in das Lungengewebe eingeblutet und daran ist er erstickt. Die Tatwaffe war wahrscheinlich eine Pistole, 9 mm. Das Projektil liegt bereits bei Herrn Arnaud. Der Schuss wurde aus nächster Nähe abgegeben. Ich habe in der Wunde Schmauchspuren gefunden. Den Rest können Sie dann meinem Bericht entnehmen. Danke. Gestatten Sie bitte doch eine Frage zum Todeszeitpunkt. Der Tod ist gegen 15 Uhr eingetreten. Nicht früher? Nein. Allerdings, wenn Sie mich fragen, ob die Schussverletzung auch zu diesem Zeitpunkt zugefügt wurde, das erfolgt daraus nicht zwingend. Es dauert, bis eine derartige Verletzung zum Tod führt. Also könnte es tatsächlich sein, dass der Juwelier zum Zeitpunkt des Raubüberfalls bereits tot war. Du glaubst, der Mord hat einen völlig anderen Hintergrund? Das müssen wir jetzt zumindest mal in Betracht ziehen. Ja, die Täter könnten natürlich früher, als wir bisher angenommen haben, in den Juwelierladen eingedrungen sein. Ja, das stimmt, aber was sollen sie denn die ganze Zeit dort gemacht haben? Vitrine aufbrechen, Beute zusammenraffen, 10 Minuten, maximal. Ja. Na gut, wir ermitteln in alle Richtungen. Wann ist der Junge endlich vernehmungsfähig? Das ist noch nicht klar. Also, es ist noch nicht mal klar, ob er überlebt. Ich habe seine Fingerabdrücke genommen. Ist ja nicht aktenkundig. Dann habe ich seine Kleidung untersucht. Es gibt keinerlei Schmauchspuren. Das heißt, als Schütze kommt er definitiv nicht in Frage. Aber im Gewebe habe ich Spuren nachweisen können. Von Altöl und Autolack. Also ein Autoschrauber? Rico, hakst du bitte mal bei Frau Patitz nach wegen dieser Schmuckliste? Die hat's heute Morgen schon geschickt. Die ist auch schon an alle Juweliere und Pfandhäuser raus. Du müsstest die auch schon haben. Es sind übrigens tatsächlich über 800.000 Euro. Hoppla. Dann hat sich's ja insofern gelohnt. Was die Flucht des Komplizen angeht, die Aufnahmen der Verkehrsüberwachung werden noch ausgewertet. Das ist mein Job, also sag ich auch, wie weit ich bin. Sag mal, Rico, entspann dich doch einfach mal. Herr Sander, so kenne ich Sie ja gar nicht. Also, war's das? Falls wir nach einem persönlichen Motiv für den Mord suchen, ich habe mal das Umfeld des Opfers abgecheckt. Hier, diese Anzeige ist 6 Wochen alt und die eine Woche. Der Sohn fehlt, vielleicht gibt's dazu ja eine Geschichte. Bravo, Frau Kienzler. Herr Patitz, warum sind Sie aus dem Juweliergeschäft ausgeschieden? Wieso ausgeschieden? Sie waren als Prokurist des Ladens eingetragen, aber Ihre Handelsvollmacht ist vor einem Monat erloschen. Prokura? Mein Vater war der Chef und ich der Lakai. Also habe ich beschlossen, mir was Eigenes aufzubauen. Ein Internethandel für Schmuck. Was hat das denn mit dem Raubüberfall zu tun? Ich dachte, Sie wissen, wer meinen Vater umgebracht hat. Wir haben einen dringenden Tatverdacht, aber wir wissen gar nichts. Mein Vater hält nicht einfach still, wenn man ihm etwas wegnehmen will. Glauben Sie mir, der ist auf die Typen losgegangen, als sie in seinen Laden gekommen sind. Und dann haben sie ihn erschossen. Wie ging denn das Arbeitsverhältnis auseinander? Es gab Streit. Meine Mutter ist dazwischen gegangen. Wo waren Sie denn gestern Nachmittag ab 14 Uhr? Sie glauben wirklich, also... Haben Sie ein Alibi? Ich war zu Hause und habe gearbeitet. Allein. Meine Frau und ich haben uns vor einem Monat getrennt. Wo steht Anna Axel? Die ist in der Vernehmung. Und wie geht's ihr? Probier's mal mit der Skala zwischen euch und 10. Frag sie doch einfach selbst. Ist das der Abschleppwagen, den ihr sucht? Es könnte sein, die Beschreibung passt zumindest. Etwas Unauffälligeres hätte die sich auch nicht aussuchen können. Zeig mal das Auto nochmal. Er hatte Streit mit seinem Vater. Er fliegt aus dem Laden. Er braucht Geld. Also nimmt er sich einen Komplizen und zieht diesen Überfall durch. Der zweite Täter war kleiner als Thomas Patitz. Komm schon, du hast ihn doch nur wirklich nur ganz kurz gesehen. Also er kommt in den Laden, sein Vater erkennt ihn und BAM! Durch den Tod des Vaters hätte er auch noch die Versicherungssumme bekommen. Das heißt, er macht aus 800.000 Euro mal schnell 1,5 Millionen. Das ist doch ein Mord. Der Junge hat gesagt, wir sind keine Mörder, wir. Ja, aber Anna, bei aller Liebe, darauf können wir doch jetzt nicht unsere Ermittlungen aufbauen, oder?
Anna, du hast es abgelehnt, mit dem Psychologen zu reden. Weil ich selbst Psychologin bin. Was machst du denn hier? Eure Arbeit. Joe, sieh dir bitte mal diesen Abschleppwagen an. Der passt hundertprozentig zu unseren Zeugenaussagen. Leider ist das Nummernschild nicht zu erkennen. Naja, wenn es das Fluchtfahrzeug ist, ist es sowieso falsch. Martina, mir geht's gut. Ich will einfach nur den Mörder von Patitz finden. Du hältst dich an die Anweisung von Kaiser. Kein Außendienst. Könnte sein, dass ihr den Karren mal kaufen wollt. Wie könnte sein? Was soll das für eine Aussage sein? Aber weißt du, was ich mal alles anguckt habe, als ich meine Werkstatt aufgemacht habe? Hebebühne, eine Lackierkabine und Abschleppwagen. Oh, wer hat dir den Wagen angeboten? Na los, denk nach. Habt ihr den Wagen? Wenn das der Karre ist, den im Moin, dann war das ein alter Opa, der seine Werkstatt aufgelöst hat. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen genauer? Der Name habe ich vergessen. Also eine stillgelegte Autowerkstatt. Weißt du noch wo? In Wange, beim alten Theaterhaus, glaube ich. Muss übrigens keiner wissen, dass ich dich mitgenommen habe. Und stillgelegt sieht anders aus. Hallo? Achtung, Anna! Waffe runter! Waffe runter, ganz langsam aussteigen. Du bist im Juwelierladen. Ja. Da ist so eine kleine Wohnung. Wenn du mich suchst, ich bin nochmal weg. Kommst du mit? Komm. Rico? Würdest du bitte zwei Personen für mich überprüfen? Einen Moment mal. Die Leute haben keine Fantasie. Lag im Bad. Unter der Dreckwäsche. Saubere Arbeit. Rico, bist du noch da? Ja, David und Ina Schrader. Ich bin plötzlich vor mir gesehen. Jetzt macht sie doch nicht fertig. Ich will sie nicht mehr. Anna. Nimm sie. Das geschieht dir so recht. Und du? Ich. Was gibt's? David und Ina Schrader. Die beiden haben diese Werkstatt vor 2 Jahren gekauft, haben dich damit aber total übernommen. Sag mal, ist das nicht die Frau, die versucht hat, mich zu überfahren? Ja. Ja. Die Beute haben wir auch gefunden. Also zumindest ein Teil davon. Es fehlt nur noch die Tatwaffe. Also pass auf, ich nehme sie, aber nur bis du sie wieder haben willst. Warum bist du Polizistin geworden? Meine beste Freundin ist verschwunden, als wir 9 waren. Wir haben bei uns immer gemeinsam Hausaufgaben gemacht. Wir haben eigentlich alles gemeinsam gemacht. Und dann ist Nathalie von uns aus nach Hause gelaufen, aber nie dort angekommen. 6 Wochen später hat man ihren Onkel verhaftet. Ein weiter Weg bis hierher. Der war ja auch nicht immer ganz gerade. Aber dafür hättest du auch Richterin oder Staatsanwältin werden können. Ich habe damals Nathalies Schulranzen im Wald gefunden.
Ich bin eine Spürnase. Ich sehe, ich finde manchmal Dinge, die andere Leute einfach übersehen haben. Ich bin gut da, wo ich bin. Ich habe mich immer für die Abgründe interessiert. Ich wollte begreifen, warum. Also, warum Menschen sowas machen. Das will ich immer noch. Dadurch haben wir viele Fälle aufgeklärt. In Stuttgart nicht alleine lassen. Schon okay. In so einer Situation muss eine Familie zusammenhalten. Ich könnte auch den Gianfranco mal anrufen. Gianfranco Molino, der an der Universität den Schwiegersohn hat. Wir bleiben hier, Lorenzo. Was? Ja. Bist du verrückt geworden? Ich liebe Anna genauso gut du wie siehst du. Siehst doch, was los ist. Aber noch pass mal auf, Lorenzo, wir können auch in ein paar Monaten nachgehen. Ich bin erwachsen, verdammt noch mal. Da ist offensichtlich was verloren gegangen. Was soll denn das heute? Siehst du irgendwo auf den Fotos einen Ring, Weißgold, mit Rubin, 24 Karat, wert 22.000 Euro? Morgen, Anna. Bei mir in der Asservate kann man Gott nichts verloren. Kapiert? Wichsgriffel weg. Danke, Anna. Wir haben offensichtlich nur einen Bruchteil der Beute gefunden. Tja, die teuren Stücke fehlen. Was in den Unterlagen von Enno Patitz gefunden, was er in Stuttgart gemacht hat. Er hat sich mindestens zweimal pro Woche in einem Hotel mit einer Frau getroffen. Hört sich alles nach einer Geliebten an. Circa 30, danke. Blonde Haare. Das war das Krankenhaus. David Schrader ist aufgewacht. Ob er vernehmungsfähig ist, konnten Sie allerdings noch nicht sagen. Ich war hin. Das ist aber deine Privatsache. Ja. Noch was. Jan hat das Projektil aus der Autowerkstatt überprüft. Es stammt aus derselben Waffe, mit der Enno Patitz erschossen wurde. Wir müssen davon ausgehen, dass Ina Schrader die Mörderin ist. Das mit meiner Geliebten kann ich dann ja wohl vergessen. Nein, wir verfolgen jeden Ansatz. Rico? Ja? Du fährst mit Nelly zu Frau Patitz. Ich mit der, Mit Nelly, ja? Hast du einen Dienstwagen? Nee. Lieber Mann. Ja, bitte? Hinzle, Kripo Stuttgart. Das ist mein Kollege Sander. Ich habe gehört, Sie haben die Beute gefunden. Ein Teil. Die teuren Schmuckstücke fehlen. Dafür gibt es bestimmt tausende Erklärungsansätze, aber können Sie uns da helfen? Wie kann ich Ihnen helfen, junger Mann? Woher soll ich wissen, was in den Köpfen solcher Menschen vorgeht? Sie können ja einfach noch mal die Liste durchgucken. Vielleicht ist Ihnen ja ein Fehler unterlaufen. War's das? Ja, wir hätten da ein bisschen... Unserer Erkenntnis nach hatte jemand eine Geliebte. Ja, er hat sie in einem Hotelzimmer getroffen. Wussten Sie davon? Ich lasse mir doch das Andenken meines Mannes nicht zerstören. Enno war ein ganz besonderer Mensch. Selbstverständlich. Und haben Sie denn keine Ahnung, um wen sich da handelt? Ist das alles? Ja, ich an Ihrer Stelle wäre jetzt furchtbar verletzt. Sie sind noch jung. Ja, Wiedersehen. Ich glaube nicht, dass ihr egal ist, dass er sie betrogen hat. Mhm. Was ist los? Du hast dich aufgeführt, als wenn du die Chefin wärst. Hey, Lester, wir sind doch ein super Team. Jetzt stell dich mal nicht so an. Guck mal hier, willst du auch mal fahren? Nee, ich habe keinen Führerschein. Macht ja nichts.
geht dem Patienten besser, aber ist nicht vernehmungsfähig. Das habe ich Ihrer Kollegin schon am Telefon gesagt. Wir tragen die Verantwortung für den Patienten. Kommen Sie mal einen Moment. Ihr Patient ist ein wichtiger Zeuge für uns. Es geht um Raubmord. Na gut, ich rede mit dem Chef. Warten Sie bitte. Danke. Warum haben die eigentlich immer noch niemanden zur Bewachung abgestellt? Oh, na, ist was. Komm. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Halten Sie sie den Mund! Hau ab, verschwinde, oder ich leg sie um. Tun Sie doch was. Ich nehme David jetzt mit, daran kann mich niemand mehr hindern. Wie geht's denn Frau Bardosi heute Morgen? Sie bekommt das doch in den Griff, jetzt, wo es dem Jungen im Krankenhaus wieder besser geht. Joe? Nein, Martina, ich unternehme nichts alleine. Ich fordere ein SEK an, bleib in der Leitung. Nina Schrader hat im Krankenhaus eine Ärztin als Geisel genommen und fordert für sich und ihren Bruder ein Fluchtfahrzeug. Seifert hier. Alles klar. Okay, ich bin unbewaffnet. Ich komme jetzt rein. Scheiße. Was willst du? Hau ab! Lass sie gehen. Lass sie los. Nimm mich. Los. Das ist alles deine Schuld. Warum hast du auf David geschossen? David war unbewaffnet. Das war eine Attrappe. Mein Bruder muss aufstehen. Los, komm, David. David braucht medizinische Hilfe. Ina, gib auf. Willst du für etwas ins Gefängnis gehen, was du nicht getan hast? Dass David den Juwelier nicht erschossen hat, wissen wir. Verdammt, das war alles ganz anders, als ihr glaubt. Ina, wenn ihr jetzt aufgeht, dann wird das euch zu euren Gunsten ausgelegt. Nein. Es ist eure einzige Chance. Da unten wird gerade alles von unseren Leuten abgesperrt. Scheiße. Selbst wenn euch das SEK unterwegs nicht erschießt, David ist doch viel zu schwer verletzt. Der überlebt es nicht, du bringst ihn um. Es ist dein kleiner Bruder, Ina. Du hast die Verantwortung. Der Mann, der Juwelier. Das ist doch kompletter Unsinn. Wegen der Versicherung. Vor 2 Monaten war ich in dem Laden, eine Brosche verkaufen, ein Erbstück. Ich dachte, es wäre was wert, aber es war Modeschmuck. Ich war völlig runter. Wir brauchten das Geld unbedingt. Patez hat wohl begriffen, dass ich verzweifelt genug war, für Kohle alles zu tun. Jedenfalls hat er mir da von seinem Plan erzählt. Er hat geplant, dass ihr ihn umbringen sollt. Es ging doch nur darum, einen Überfall zu faken. Wir sind gestern Nachmittag gleich nach der Mittagspause in den Laden gegangen, wie abgesprochen. Was ist dann passiert? Hat er sich's anders überlegt? Er war doch schon tot. Ja, dann habt ihr erstmal in aller Ruhe den Laden ausgeräumt. Wir haben ihn doch erst gar nicht gesehen, erst als wir in das Hinterzimmer gegangen sind. Das ist die Waffe, mit der Enno Patez erschossen wurde. Das ist Ihre Waffe. Die Pistole lag neben der Leiche. Ich habe sie doch nur mitgenommen. Sie sagt die Wahrheit. Das Krankenhaus hat gerade angerufen. Der Junge. Frau Schrader. Nein. Oh Gott. Ich
zumindest auch erklären, warum wir nur einen kleinen Teil der Beute gefunden haben. Dass nämlich Partitz vorher die kostbarsten Stücke in Sicherheit gebracht hat. Das ist die Geliebte von Herrn Partitz und die Tatwaffe habe ich auch überprüft. Wo ist Anna? Keine Ahnung, warum. David Schrader ist tot. Scheiße. Kommst du bitte gleich mal in mein Büro? Aber die kommt doch zurück, oder? Ja, das ist vielleicht im Affekt erstmal nach dem ersten Schock. Nee, Joe. Wir müssen doch irgendwas machen. Wir müssen die doch zurückholen. Ich ohne Anna, das geht nicht. Mach dir mal alleine weiter. Wie sollen wir jetzt weitermachen? Arbeiten. Du hast doch gesagt, du hast die Tatwaffe überprüft. Und? Mein Vater hatte eine Waffe. Zur Selbstverteidigung. Wo hat er die denn aufbewahrt? Etwa im Laden? Unter dem Ladentisch. Dürften wir bitte noch einen Blick in den Tresor werfen? Ja, klar. Wieso glauben Sie, dass mein Mann so etwas machen würde? Ihr Laden lief in letzter Zeit nicht besonders gut. Und bei einer Versicherungssumme von einer knappen Million? Mein Vater muss die Kombination verändert haben. Es gibt Türen, die man nicht öffnen sollte. Gut, dann müssen wir eben die Kriminaltechnik bemühen. Die kriegen sowas auf. Die ganze Zeit hier drin sind? Was heißt gewusst? Ich hab's geahnt. Die Frau vom Phantombild. Wer ist das? Das ist Greta, meine Ex-Frau. Du kannst mich nicht überreden. Das will ich gar nicht. Wir müssen regelmäßig auf den Schießstand. Zielen, schießen. Aber was macht man, wenn man wirklich jemanden erschossen hat? Das bringt einem niemand bei. Was meinst du? Wie lange wird es dauern, bis ich nicht mehr ständig dran denke? Lass dir dabei helfen, Anna. Was hast du vor? Ihr Vater hat sich allein in den letzten 6 Monaten an die 30 Mal mit ihrer Frau in einem Hotel getroffen. Und Sie wussten das, oder? Ist Ihre Ehe daran kaputt gegangen? Mein Vater hat Greta 1 Jahr lang gevögelt. Über 1 Jahr lang. Was wollen Sie eigentlich? Ich denke, es waren doch diese jungen Leute. Davon gehen wir nicht mehr aus, Frau Partitz. Jemand, der wusste, dass der Überfall stattfinden würde, hat das als Tarnung für einen Mord benutzt. Und wie haben Sie das rausgefunden? Hab ich ja gar nicht. Diese Idee mit dem vorgetäuschten Einbruch, die hatte er ja nicht erst seit gestern. Eigentlich sollte ich den Räuber spielen. Das wollte ich aber nicht. Da hat er mich ausgelacht. Ich wäre sowieso ein Schwächling. Und dann hat er Ihnen das erzählt? Er hat mir erzählt, wie es mit Greta war, wie leicht er sie rumkriegen konnte. Krass. Mein Vater hat alles kaputt gemacht. Greta und ich wollten Kinder, uns etwas aufbauen. Aber er hat sich schon immer genommen, was er wollte. Was hat er getan, als er erfahren hat, dass ihn seine Frau mit seinem Vater betrügt? Nichts. Thomas hat sich nie gewehrt. Er hat sich schon immer alles gefallen lassen. Und sein Vater hat sich darüber lustig gemacht. Ich habe meinen Sohn im Stich gelassen. Immerhin hat er das Familienunternehmen verlassen und hat versucht, sich selbst was aufzubauen. Das hat Thomas alle Kraft gekostet.
und seinen Vater überhaupt nicht beeindruckt. Aber dann kam der geplante Überfall doch gerade recht. Ein guter Moment, um sich zu rächen. Aber ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich habe mit meinem Vater nicht mehr geredet seit diesem Tag. Ihr Sohn wird alles zugeben. Thomas ist schwach. Dass er nur mich betrogen hat, daran hatte ich mich gewöhnt. Das hat er ständig. Meine Schwiegertochter war nicht die Erste. Aber dass er das Thomas antut, seinem eigenen Sohn. Das heißt, Sie haben mitbekommen, wie Ihr Mann diesen fingierten Überfall vorbereitet hat. Und dann sind Sie in der Mittagspause nicht nach Hause, sondern zurück in den Laden gefahren. Ich wusste, wo er seine Waffe aufbewahrt. Und es würde so aussehen, als hätten die Räuber ihn erschossen. Sie hätten sehen sollen, wie er mich angeschaut hat. Er hat gedacht, ich mache Spaß. Und dann? Die Videobänder von den Überwachungskameras, die haben wir nicht gefunden. Im Schlafzimmer, im Schrank. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Stand by yourself, you trade him everything you've got. Every time I walk away, you come and wake me up. I'm by your way, it's all inside you, right beside you. Come on up, I know you can rise again. Come on down, go start anew. Come on.